Ja, ist da der die Computerhilfe? Ja. Ja, ich habe hier gerade so bin ganz nervös im Internet, ne? Ich wollte mir Ja. einen Film runterladen. Ich weiß, das darf Ja. man nicht, aber den ist schon ganz alter, den man nirgends mehr kaufen kann. Und jetzt habe ich Ja. da so eine Virusmeldung bekommen und da war Ihre Telefonnummer mit dabei. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, Herr, ich habe verstanden, Sie bekommen eine Sicherheitswarnung, ja? Ja, da steht was mit Virus und all sowas, ne? Ich habe Ja, den ja, ja. Computer jetzt ausgemacht, schnell. Ja, Herr, Ihr Computer ist infiziert mit irgendeinem Virus oder Trojaner, dieser gefährliche Virus Sie bekommen. Deswegen bekommen Sie diese kritische Meldung von Microsoft Windows, okay? Ach so, was kann ich da jetzt machen? Ja, so, ich helfe Ihnen dabei weiter. Willkommen Sie bei Microsoft Support. So, sagen Sie mir, Ach so, Sie sind von was haben Sie? Microsoft selber, ja? Ja. Sie bekommen diese kritische Meldung von Microsoft. Deswegen, Sie haben uns angerufen, Ja, ja? genau, ich habe eine kritische Meldung, ganz kritisch. So, machen Sie keine Sorge, ich helfe Ihnen dabei weiter. Folgen Sie mir meine Anleitung. Sagen Sie mir, was haben Sie? Normaler PC oder Laptop? Naja, das ist also so ein, was steht da drauf? Dell. Die Tastatur. In dieser Tastatur gucken Sie Linksseite an der Ecke ganz unten. Linksseite ganz unten an der Ecke eine Taste, STRG-Taste, Steuerungstaste. Ist da? Ja, die ist da. Da habe ich ein Smiley mit einem Huhn draufgeklebt, weil ich die sonst nie benutze, die Tastatur, ne? Okay. So, können Sie sehen, STRG-Taste? Ja, ich habe die Zwergentaste habe ich da. Okay, und daneben FN-Taste und daneben Microsoft-Taste oder Ja, also Fenster-Taste. die Zwergentaste und die Elfentaste, die habe ich da. Nein, nein, nein. Microsoft-Taste oder neben Alt-Taste sehen Sie Neben der alten ganz Tasse, unten. da steht der Ja, Bierkrug vom ja. Schützenverein. Aber was hat der damit zu tun? Nein, diese vier quadratische weißen Zeichen. Also hier habe. Microsoft Zeichen. Microsoft Zeichen. Ja, ist das. Diese Taste. Ja, drei gelbe Kasten unten. Ist das das, was Sie meinen? Nein, 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 hören Sie bitte zu. Diese Taste, erst Sie finden in Ihrer Tastatur in der Ecke. Ganz unten, Linksseite, okay? Ja. Steuerungstaste oder CTRL-Taste. Haben Sie Steuerungstaste oder CTRL? Ja, da steht also STRG, ich glaube, das heißt Steuerung, ne? Ja, genau, Die habe richtig. ich. Und daneben eine Taste, FN-Taste. Ist da FN-Taste? Ja, die Elfentaste ist auch da. Nein, nicht Elfen, FN. Ja. FN-Taste. Nee, bei mir steht da ALT drauf daneben. Ja, ALT, ja genau. Und daneben Fenster-Taste. Gucken Sie bitte Fenster-Taste oder Microsoft-Taste. Ne, da sind nur, da ist nur so ein Bild drauf. Das sieht aus wie ein Fenster. Ja, Fenster-Taste. Bekommen Sie Fenster-Taste? Ja, Sehen die Sie? habe ich. Soll ich da drauf drücken? Nein, 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 bitte, bitte. Na Hören Sie gut. mich zu. Diese Fenstertaste gedruckt halten Ja. und gleichzeitig R-Taste, R wie Rudolf, R-Buchstabe-Taste oben, Ja. R-Taste. Er wie Rudi Winkler, ja? Ja. Ja, ja, Hören ja. Sie, ich wiederhole. Sie diese Fenstertaste gedruckt halten, Finger festhalten
und gleichzeitig R-Taste drücken. Ja, soll ich meinen Finger dabei auch festhalten mit der anderen Hand oder macht das keinen Unterschied? Ja, mit der anderen Hand. Ja, ich habe ja zwei, also hier in Europa ist das normal. Weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber wir haben zwei Hände. Ja, kein Problem. Sie haben zwei Hände? Ja, ja. Ja, ja, sicher, so, das ist kein Problem. Gut. Ja, 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 ja. Drücken Sie bitte. Ja, das habe ich gemacht. Da ist jetzt so ein neues, da ist jetzt so ein neues Fensterchen loslassen. Gekommen. Da ja, steht Ausführen. Ich bin mit dem genau. Hund aber heute schon draußen gewesen. Ist das eine veraltete ja, ja. Mitteilung, nehme ich mal an. Ja, es gibt hier eine Öffnenzeile auch, ja? Ja, da steht Öffnen. Bezieht sich ja, das auf die Tür oder auf das Fenster? In diesem Fenster schreiben Sie in dieser Leerleiste alle kleine Buchstaben. Ja, Buchstaben. H, H wie Heinrich. Ja. Nein, kleiner Buchstaben. Ja, ich lerne sehr viele neue Wörter bei Ihnen. Ja, also zweimal H habe ich jetzt geschrieben. Gut, dann einmal drücken Sie Leertaste. Ja, habe ich gemacht. Und dann noch einmal schreiben Sie H, H wie Heinrich. Ja. Habe ich gemacht. Okay, ich wiederhole. H, H, Leertaste H. Ja, das habe ich gemacht. Gut, in diesem Fenster, Sie haben OK-Option. Klicken Sie OK? Ja. Oh. Da ist jetzt oben rechts wieder so ein kleines Fensterchen aufgegangen. Ja, ja. Ja, machen Sie groß dieses Fenster? Ja. Und jetzt? Jetzt Sie gucken Linksseite ganz oben. Linksseite ganz oben eine kleine gelbe Fragezeichen. Ja, das ist da oben. Ja, ja. Klicken Sie auf Zeichen bitte. Ja. Jetzt Sie bekommen verschiedene Optionen, aber klicken Sie vorletzte Option zu URL springen. Ja, da drücke ich drauf. Ja. Aha. Weiter bekommen Sie ein kleines Fenster in der Mitte mit zweiter Öffnenzeile. Ja. In dieser Öffnenzeile schreiben Sie www. Also wie eine Internetadresse, ja? Ja, ja, ja. Dreimal W. Ja, habe ich gemacht. Punkt. Ja. Ultraviewer. Ultra. Nochmal, was für ein Ding? Ich buchstabiere langsam. Buchstabieren, da haben wir noch wieder ein neues Wort für die Liste. Ja, 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 ja. Uwe Ulrich. Ulrich. L wie Ludwig. Ludwig, ja. T wie Telefon. Telefonziege, ja. R wie Rudolf. R wie Richard, ja. A wie Anton. A wie Adolf, ja. V wie Viktor. Viktor. Schreibt man Viktor nicht mit W? Nein, V, Vater. Der Vater, ja, gut. Ja. I wie Ida. Indien, ja. E wie Elefant. Elefanten, das sind sehr schöne Tiere, ne? Ja. Ja. W wie Wilhelm. Also Viktor wieder, ja? Nein, W wie Wilhelm. Wie Wasser. W. Ja. Gut, ja. Dann E wie Elefant. Nochmal ein Elefant, jetzt haben wir schon zwei davon. Ja, und dann R wie Rudolf. Ja, Ultraviva. Hat das was mit dem Ultraviva zu tun? Ja, dann Punkt. Ja. Schreiben Sie Punkt. Also soll ich das Wort Punkt schreiben oder soll ich einen Punkt machen? Punkt machen. Ja. Habe ich gemacht. Und dann N wie Nordpol. Ja. E wie Elefant. Ja. T
Telefon. Wie Telefon, ja. Ultraviver.net. Genau. Ich wiederhole noch einmal her. Überprüfen Sie sich bitte. www. Ich soll mich übergeben? Nein. Sie überprüfen. Sie checken bitte einmal. Eine Kontrolle machen, ja, gerne doch. Ja, so www.ultraviver.net. Das habe ich reingeschrieben, genau so, wie Sie das gesagt haben. Sehr gut, Herr. Jetzt Sie klicken auf OK-Option. Das machen wir. Klicken Sie auf OK-Option. Habe ich gemacht. Gut. Weiter, Sie bekommen ein neues Fenster mit Ultraviewer-Fenster und Sie bekommen zwei Optionen in der Mitte, More Info und Download Option. Ja? Ja. Klicken Sie auf Download Option in grüner Balken, grüner Kasten. Download Option. Klicken Sie bitte. Der drei gelbe Kasten unten, ja? Hallo? Nein. Ja, Sie bekommen zwei Optionen. More Info und Download. Ja? Ja. Klicken Sie auf Download in grüner Kasten. Download, ja. Download, klicken Sie. Ja, der grüne Kasten habe ich gemacht. Gut. Weiter bekommen Sie. Soll ich das, ja oder nein? Soll ich das jetzt runterladen, ja? Ja. Ist das der Film, den ich ursprünglich runterladen wollte? Die Legende von Otterdam. Ja, das ist ein Tool von Microsoft. So dann, ich kann checken Ihr Computer. So, was bekommen Sie? Welche Option bekommen Sie? Ja oder nein? Na, hier steht jetzt ausführbare Microsoft HTML Hilfsdatei Sicherheitswarnung. Möchten Sie diese Software ausführen? Ja oder nein? Klicken Sie auf Ja. Gut. Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm Änderungen am Computer vorgenommen werden? Ja oder nein? Klicken Sie Ja. Jawohl. Und jetzt soll ich, in welchen Ordner soll ich das installieren oder ist das egal? Installieren. Sie bekommen Installieren-Option? Ja, ja. Das ist alles auf Englisch. Ich verstehe das gar nicht. Ja, ja. Klicken Sie auf Installieren? Ja. Ich gehe jetzt einfach mal auf Weiter, ne? Ja. Haben Sie geklickt, Installieren? Dreimal. Okay, dann grüner Balkon läuft, oder? Ja, der läuft, genau wie meine Nase. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber ich bin erkältet, ne? Ja, warten Sie bitte. Weiter, Sie bekommen eine Option. Kann man mit Ihrem Unterstützungsding auch Antibiotika runterladen? Sie unterladen diese ja. Tool. Ich habe das jetzt runtergeladen. Ich habe das jetzt installiert und ich habe das aufgemacht. Und da steht jetzt alles auf Englisch, das verstehe ich aber gar nicht. Was soll ich da machen? Aber sagen Sie mir, welche Option sehen Sie? Option, nur sagen Sie mir Option. Na, ich weiß ja nicht. Ausführen Option? Nee, ich habe das schon aufgemacht, das Programm. Das ist offen. Da steht jetzt Allow Remote Control. Und auf der anderen Seite, da ist einer, der sieht aus wie Hitler. Da steht Control a Remote Computer. Bekommen Sie Your ID und Passwort in diesem Fenster? Ja, da steht ein Passwort mit dabei. Okay, und Your ID auch? Ja, da sind drüben, da sind, sagen wir mal, 8, 10 Zahlen. Ja, 8 Zahlen.
8 Zahlen. Sagen Sie mir langsam, langsam bitte diese 8 Zahlen. Ja, das ist 54. Ja. 418. Ja. 593. Ja. Dein Passwort? Ja, das ist 9775. Oh, jetzt ist das Fenster wieder weggegangen. Ich suche das mal eben wieder raus. Oh, wo ist das denn hin? Ja, so, ich bin drin in Ihrem Computer. Es war ja das Fenster eben weg. Soll ich Ihnen die Nummer nochmal vor? Irgendwas ist nicht richtig. Meine Bitte Maus bewegt sich. Bitte bewegen Sie nicht Ihre Maus. Bitte bewegen Sie nicht Ihre Maus. Ich überprüfe Ihren Computer. Ich soll die nicht bewegen? Nein, nein, nein. Bitte, bitte bewegen Sie nicht Ihre Maus. Meine Maus bewegt sich von alleine. Hilfe! Ja, so, ich helfe Ihnen dabei weiter. Ich überprüfe Ihren Computer. Ich kann sehen, Sie bekommen diese kritische Meldung von Microsoft und Sie bekommen viele gefährliche Virus in Ihrem Computer. Oh nein! Ja? Ja, so deswegen, Sie bekommen diese kritische Meldung. Sie bekommen gefährliche Virus in Ihrem Computer. Wo kommen die denn her? Sind die von den, Russen? Von Putin? Ja, diese Virus, Sie bekommen, ich überprüfe, warten bitte. Sie haben kostenlos Seite besucht deswegen. Ja, das war ja im Prinzip, wie heißt das denn nochmal? Pirate Bay, falls Sie das kennen. Also ist ja die Piratenbucht, also wo man so Filme runterladen kann. Kennen Sie das? Jetzt hat er es kaputt gemacht. Hallo? Ja, hallo. Ich untersuche Ihr Computer. Ich habe schon gesehen, so viele Virus Sie haben, so viele Virus Sie bekommen in Ihrem Computer. So, ich bereinige diese alle ganze Virus in Ihrem Computer. Ja. Okay, durch Ihrem Computer, ich bereinige, ja. Sie bekommen gar kein Problem. Also soll ich den jetzt quasi in die Waschmaschine stopfen, ja? Ja, warten Sie bitte. Ich überprüfe Ihrem Computer, wie viel Virus Sie bekommen. 14. Hat das einen tieferen Sinn, dass Sie jetzt schon ungefähr 10 Browserfenster geöffnet haben? Ja, 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 viele Browser geöffnet. Wo sitzen Sie denn? In Berlin. In Berlin? Oh, das ist schön. In welchem Stadtteil sind Sie denn? In Berlin, Megdrasestraße. Wo? Megdrasestraße. Wie schreibt man das? Megdrasse. McDonald's? Megdrasestraße. Na gut. Ist das in Kreuzberg? Okay. So, Herr, sagen Sie mir, haben Sie einige kostenlos Seiten besucht? Ja, ganz, ganz viele. Ich wollte einen Film runterladen, Kinofilme. Okay, okay. 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 Deswegen, Ihr ganzer Gerät ist infiziert mit irgendeinem Virus oder Trojaner. Oh nein. Ja. So, ich sage Ihnen, wie viel Virus haben Sie? Ich überprüfe Ihren Computer. Ich bin ja sehr froh, dass Sie da sind, um mir zu helfen. Ja, sehen Sie hier diese aller Dienste. Diese aller Dienste sind
diese aller Dienste sehr, sehr wichtig in unserem Computer. Ja. Diese aller Dienste von Microsoft Corporation hergestellt. Ja. Aber diese aller Dienste beendet hier. Oh. Liegen hier beendet. Deswegen ihr Betriebssystem läuft nicht, ja? Ach so, und das ist wegen Aladdin, ja? Ja. Wir brauchen diese aller Dienste in unserem Computer. Zum Beispiel, wir brauchen die Benzin, um Auto zu laufen. Ja. In diesem gleichen Weg, wir brauchen diese aller Dienste. Diese aller Dienste, wir brauchen, um Computer zu laufen. Aber diese aller Dienste liegen hier beendet. Ach okay? Du Schande. Das deswegen ja. Ihr Computer läuft nicht, ja. Ihr Computer ist infiziert, Herr. Oh nein. Warten bitte. Ja, ich scanne Ihre Festplatte auch, wie viel Virus Sie haben. Ja, kann man das denn reparieren? Ja, ich kann. Sie sind Maulwurf, okay. Ja, das ist mein Name. So, ich scanne Ihre Festplatte auch, wie viel Trojaner Sie bekommen. Sehen Sie unten bitte, ganz unten, ja. Mehr als 400 Trojaner Sie bekommen in Ihrer Festplatte. Wir sind 4000. Nein, 400, mehr als 400. Ne, da steht doch und 4231. Ja, das kann sein, aber Sie bekommen in meiner Meinung mehr als 400 Virus. Ach so, haben Sie bei Microsoft okay, ein anderes ja. Zahlenverständnis. 400. Was können wir denn jetzt machen? Ja, so warten Sie bitte. Warum bekommen Sie dieses Problem? Ich überprüfe mehr. Okay, ich habe gesehen, Ihre IP-Adresse ist hacked, verschiedene Leute benutzen Ihre IP-Adresse, Ihr Netzwerk ist total infiziert, verstanden? Wo haben Sie das denn gesehen? Beim Telefonbuch? Sagen Sie mir, wie benutzen Sie dieses Netzwerk? Mit WLAN oder Router? Mit einem Modem hier von Vodafone. Okay, Modem. So, IP-Adresse auf Ihr Computer, wenn wir Remote-Adresse sehen. Meine Mutter? So, die ist schon lange tot. Nein. Remote-Adresse bedeutet, verschiedene Leute besuchen Ihren Computer ohne Ihre Erlaubnis. Aha. So, Sie sollen alle solche Verbindungen sofort blockieren, bevor ja. Sie etwas schlecht machen. Soll ich das so, Kabel rausziehen vom Modem? Ja, jemand schon versucht, Ihrem Computer reinzukommen durch Ihr Netzwerk. Ihr Netzwerk ist total infiziert. Ach du Schande. Soll ich den Computer wieder ausmachen? Nein. Ich installiere Sicherheit auf Ihrem Computer und auch auf Ihrem Netzwerk. Danach Sie bekommen gar kein Problem. Ich bereinige diese alle Virus und Trojaner von Ihrem Computer oh. mit der Hilfe dieser Sicherheit. Super. Ja. Und sagen Sie mir, wie viel Gerät haben Sie schon mit diesem gleichen Netzwerk verbindet? Mit meinem Modem? Ja, ich habe. Wie Fernseher, mit wie Drucker, Scanner. Ja, also ich habe so einen Drucker, der kann auch scannen und kopieren. Dann habe ich noch so ein Zeichentablet, weil ich zeichne gerade die Figuren für meinen Roman. Dann habe ich noch ein Mikrofon und den Fernseher und mein Mobiltelefon halt noch, ne? Ja, so diese alle und andere Geräte auch infizieren sein. Mein Scanner ist infiziert. Ja, das der kann hat, sein. Der hat doch gar keinen Datenspeicher. Ja, so Sie haben verschiedene viele Informationen und Ihre Datei in Ihrer Festplatte. So wir sollen diese alle Datei Schutz machen, sondern verlieren Sie Ihre ganze Datei. Ja? Oh nein. So ich installiere auf Ihrem Computer eine Sicherheit. Ja. Danach Sie bekommen gar kein Problem und sowieso ist es, Sie bekommen Ihre ganze Datei. Ich bekomme eine ganze Datei? Ja, Ihre ganze Datei ist Schutz nach dieser Sicherheit, okay? Ach so, warten Sie bitte. Ja, ja. Sie reparieren das jetzt, ne? Ja.
Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie was Bestimmtes auf dem Rechner? Was ist das denn? Heyda Telekom GmbH? Selbst da verfolgt dich der Rainer noch. Hat die da was damit zu tun? Ja, warten Sie bitte. Sehen Sie auf dem Bildschirm bitte, Herr. Ja, das ist ja. Ja, ich muss da kurz erstmal lesen, das ist ja sehr viel. Ja, lesen Sie das bitte. MS-Dienste sind beendet, Fehler und Warnung. Virus auf Ihrem Computer. Keine Sicherheit. Das ist ja in Prosa-Form geschrieben. Ja, warten Sie bitte. Ich brauche mindestens 30 Minuten auf Ihrem Computer zu arbeiten und bitte lassen Sie Ihr Gerät mindestens 30 Minuten, so wie ist es. Ich arbeite auf Ihrem Computer, ich bereinige diese Virus von Ihrem Computer. So, Sie brauchen neue Windows-Dienste und neue Windows-Treiber. Ja. Okay? Ja. Damit Ihre Programm, Software und Webbrowser wieder funktionieren können, ganz in Ordnung. Und Sie brauchen Internet-Sicherheit, Netzwerk-Data-Sicherheit. Ja. Damit Sie können ohne Problem Internet benutzen. Okay? Ja. Und Sie brauchen Firewall-Sicherheit, das ist Anti-Hacker-Tool. Diese Sicherheit blockiert fremden Leuten, Viren und Trojanern, im Computer reinzukommen. Fremde Ziegen? Hallo? Firewall-Sicherheit, Anti-Hacker-Tool. Wir haben schon gesehen, dass viele Leute sind drin in ihrem Computer ohne ihre Erlaubnis. Ja, das sind, Alter, ich habe da auch schon, Nachforschungen angestellt. Das sind ja im Prinzip Echsenmenschen da drin in meinem Computer. Ne? Die will ich da nicht drin haben. Was haben Sie? Echsenmenschen im Computer, da diese Hacker, die sollen da rausgehen. Ja, viele Hacker-Leute drin in ihrem Computer. Ja, das will ich ja gar nicht. Ja, so Sie sollen diese alle ganzen Verbindungen sofort blockieren. Ja, was soll ich, wie soll ich das denn machen? Ja, warten Sie bitte. Sie brauchen diese Sicherheit. So, diese Sicherheit hat WLAN-Schutz. So, Ihr Netzwerk ist infiziert. Ich installiere diese WLAN-Schutz auf Ihrem Netzwerk. Danach, Sie bekommen gar kein Problem. Sie bekommen gar nie diese Virus und Trojaner in Ihrem Computer. Gut. Und Sie bekommen dieses Problem durch Ihrem Netzwerk. Ihr Netzwerk ist unschutz. Deswegen, diese fremden Leute reinkommen, besuchen Ihrem Computer. Die besuchen meinen Computer. Das ist ja wie bei Animal Crossing. Die kommen alle bei mir auf die Farm und klauen mir die Karotten. Nein, Herr. Sie verstehen es. Diese fremden Leute können Hacker-Leute auch. Diese Hacker-Leute können ihre ganze Datei für falsche Arbeit verwenden. Für Schwarzarbeit? Okay. Nein, das will ich ja nicht. Ja. Für Schwarzarbeit, falsche Arbeit, sie können benutzen diese ganze Datei. So, sie sollen diese ganze Datei schützen, sparen, sondern verlieren sie ihre ganze Datei. Okay? Ja. Ja. So, Sie bekommen Pornoschutz auch, wenn Sie... Was ist ein Pornoschutz? Verdammt nochmal. Pornoschutz, Sexseite. Wenn Sie besuchen Sexseite auf Internet, ja. So, Sie bekommen gar kein Werbung, Pop-up, Virus und Trojaner im Computer. Okay? Oh, das ist gut. Ich mag ja große Wassertiere. Ja, und Ihr Bankkonto ist auch Schutz mit dieser Sicherheit. Banking-Information, Sie haben in Ihrem Computer... Das ist auch Schutz mit dieser Sicherheit. Ja, das so ist wichtig. Ich mache ja ganz viel mit dem Online-Banking, ne? Ja, sehr gut. So. Hoch. Was heißt denn hier 100% Ordnung? Sortieren Sie dann meine Dateien nach Gewicht durch? Ja. Ich spare Ihre Datei 100%. 100% Garantie. Was machen Sie damit? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich bereinige, diese Virus von Ihrem Computer. Sie bereinigen meine Dateien, schneiden, rendern, hochladen. Nein, nein, dieser Virus von Ihrem Computer. Ja. So sagen Sie mir, wie lange Schutz wollen Sie nehmen, wollen Sie wählen? Für 3 Jahre diese Sicherheit wollen Sie nehmen, wenn Sie bekommen diese für 3 Jahre dieser Schutz. So, Sie bekommen in diese 3 Jahre 36 monatliche Wartungen, Netzwerksicherheit, Online-Technikernummer. Sie bekommen diese Online-Technikernummer. Es bedeutet, ab zu heute in Zukunft, wenn Sie irgendwie Problem haben, rufen Sie uns an. Okay? Oh, das ist gut. Was heißt denn 36 ja. monatliche Wartungen? Geht das dann automatisch oder schalten sich dann da Leute drauf und gucken mir beim Rummitteln ja, zu? Ja, automatisch. Sie bekommen eine Meldung von Microsoft, wenn jemand in Ihrem Computer versucht zu besuchen, bekommen Sie eine Wartung. Ja, bekommen Sie eine Wartung, okay, und Sie feststellen, Sie sind schuld. Ja, das habe ich verstanden. Ja. So, wenn Sie... Was ist denn ein Druckerschutz? Ja, Druckerschutz. Sie bekommen diesen Druckerschutz. So, Ihr Drucker ist Schutz von Virus und Trojaner. Ja, aber der Drucker hat doch gar keinen Dateispeicher. Auf einem Drucker kann doch kein Virus drauf sein. Sie verstehen nicht. Ihr Drucker bekommen Virus auch. Danach Ihr Drucker kaputt sein. Ach so. Und E-Mail-Schutz. Ja, auf Internet. Sie bekommen E-Mail-Schutz, Porno-Schutz. Porno-Schutz. So, wenn Sie wählen für 3 Jahre diese Sicherheit, so das kostet 299 Euro. Und wenn Sie wählen diese 5 Jahre, für diese 5 Jahre, Sie bekommen in diese 5 Jahre diese alle 60 monatliche Wartungen, Netzwerksicherheit, Online-Technikernummer, alle Vorteile, ich habe Ihnen erzählt hier. Ja, alle. Ja. Und Druckerschutz und E-Mail-Schutz und Pornoschutz. So, dieser Betrag ist nur einmalig und next 5 Jahren Sie bezahlen nicht, okay? Gar kein Geld, Sie bezahlen. Ach so, 5 Jahre ist kostenlos? Das ist 499 Euro. Uff, das ist ja schon eine Stange Geld, ne? Ja, so welche Bedienung wollen Sie nehmen? Na, hier unten steht lebenslang. Was ist damit denn? Lebenslang Bedienung. Das ist, ist das dann der persönliche, so mit Getränke anreichen und so? Hören Sie bitte, Herr. Ab zu heute, bis Sie leben, Sie bekommen diese Sicherheit, ja. Dieser Pornoschutz und Netzwerksicherheit, Sie bekommen. Ja. Okay? Bis lebenslang Bedienung. Ja. Das kostet 699 Euro. Weil, sagen Sie mir, welche Bedienung wollen Sie wählen? Für 3 Jahre, für 5 Jahre oder lebenslang? Na, ich nehme lebenslang. Das lohnt sich ja am ehesten, ne? Lebenslang? Ja, schon. Okay, das ist gut. Das ist besser für lebenslang. So, sagen Sie mir, wie wollen Sie bezahlen dieses Betrag? Dieses Betrag ist nur einmalig. Ja, ich überweise Ihnen das, würde ich sagen. Überweisung? Ja. Wir haben Möglichkeit für Visa-Karte und Master-Karte und Online-Banking. Oder Bargeld auch. Bargeld? So sagen Sie, kommt dann jemand bei mir vorbei oder wie läuft das? Ja, sagen Sie mir, wie wollen Sie diesen Betrag bezahlen? Wie ist das denn? Haben Sie Visa-Karte? Wie ist das denn, wenn ich Bargeld nehme? Kommt denn hier jemand nach Hause oder wie läuft das? Nein, sagen Sie mir, besser ist Visa-Karte. Ja, aber das habe ich schon verstanden. Ich habe keine Kreditkarte. Okay. Und Online-Banking, machen Sie Online-Banking? Ja, das mache ich. Aber wie ist das denn mit Bargeld? Würden Sie dann hier vorbeikommen oder muss ich das nach Berlin bringen? Ja. Ich sage Ihnen, ja? Sie kaufen selbst diese Sicherheit zum Supermarkt. So, Sie kaufen diese Sicherheit mit diesem Namen Google Play Carter, ja? Ja. Schreiben Sie auf die Papiere bitte.
Google Play Karte. Google Play mit diesem Namen Karte. Sie bekommen, ja, mit diesem Namen Sie bekommen diese Sicherheit, Google Play Karte zum Supermarkt. Und dann soll, und das habe ich da noch nie gesehen. Wo gibt's das? Ist das in der Getränkeabteilung? Nein, ich zeige Ihnen. Warten bitte. Google Play Karta, ist das ein neues Spiel? Ja, das Sie sehen, Google Play Karte, diese Karte, und hinten diese Karte. Hinten diese Karte, Sie sehen, diese Silberreihe Farbe, hinten diese Silberreihe Farbe, Sie bekommen einen Sicherheitscode. So sagen Sie mir diesen Sicherheitscode. Und dann ich installiere diese Sicherheitscode auf Ihrem Computer und Netzwerk. Danach Sie bekommen. Wo ist das Bild denn hin? Ich dachte, wir können uns den Code da schnell abschreiben, aber irgendwie. Ja. So. Können Sie das denn abschreiben hier? Nein, Sie sehen hier diese Silberreihe Farbe, ja. Hinten dieser Silberreihe Farbe, Sie bekommen einen Sicherheitscode. So, dieser Sicherheitscode ist installiert auf Ihrem Computer und auch auf Ihrem Netzwerk. Danach Sie finden gar kein Problem, bis Sie leben, lebenslang, okay? Bis ich wieder lebe? Sie bekommen nie. Ja, der Respawn ist irgendwann im Oktober. Sie bekommen nie Virus und Trojaner in Ihrem Computer, verstanden? Super, ja, das habe ich verstanden, vielen Dank. Ja, so. Und wo gibt's? Sie mir, wo wie gibt's? Weit ist Supermarkt? Oh, der ist, ich wohne quasi, der ist zwei Häuser weiter, ist hier Netto. Soll ich das? Supermarkt, Netto, Rewe, Alta, ja, ja. Soll ich Penny, da? Wie weit ist? Wo Sie Lebensmittel kaufen? Das ist 100 Meter. 100 Meter, sehr gut. Ja, ich wohne oder da quasi direkt. Auch. Na, eine Tankstelle. Tankstelle, auch. Tankstelle ist hier auf der anderen Straßenseite. Das sind 2 Minuten von hier. Okay, so Sie kaufen diese Google Play Karte und ja? Ja, Sie bezahlen dort, ja, Sie bezahlen dort 700 Euro. Aha. 700 Euro. Ja. Und Sie bekommen eine Karte. Sie bekommen eine Karte. Sie bekommen eine Karte. Von 100 Euro, dann Sie sollen 7 Karte kaufen, ja? Also 7 Stück einzelne, ne? Also nicht Stück, eine, ja, Karte, sondern gesamt. Na gut. Ja, Sie kaufen 7 Karte Stücken, okay? So in Gesamt Sie kaufen 700 Euro Google, ja, Play Karte. Ja, das hätte ich jetzt auch noch selber ausgerechnet bekommen, aber danke schön, ne? Ja. Hallo? Ja, ich bin auch da. Ich habe nur die Nase einmal putzen, ja, ja, müssen. Ja, ja, so, ja. Ich bin so, ja, ein bisschen erkältet. Sagen Sie mir, wie lange wollen Sie Zeit? Na, ich würde sagen, ich... kommen Sie zurück? Na, wie ich, viel Zeit wollen Sie nehmen? Na, wir... diese Karte zurückzukommen? Ja, jetzt warte doch mal eben. Wir können da ja mal schnell rüberlaufen. Ich habe ja hier das Handy. Und dann gehe ich kurz rüber und kaufe das. Und dann können wir das gleich fertig machen, okay? Wie kaufen Sie diese Karte? Ja, ich gehe jetzt rüber zur Tankstelle. Die ist ja hier auf der anderen Straßenseite. Das ist ja hier die Kiez-Tanke. Wie viel Zeit wollen Sie nehmen? Na, ich wie viel Zeit brauchen Sie? Na, ich gehe jetzt gleich rüber. Ich gehe jetzt da rüber. Ich gehe gleich, ja, ja, aus der Haustür und dann Sie kaufe kaufen, ich das, ja, schnell. Und dann können wir das, ja, heute... Können Sie den Computer denn heute noch reparieren? Ja? Ja, hören Sie her. Bitte, ja, lassen Sie Ihr Gerät bis 30 Minuten, so wie es sagt. Ich arbeite auf Ihrem Computer, ich fange meine Arbeit auf Ihrem Computer, ja? Ja, und ich laufe eben schnell zur Tankstelle, ne? Soll ich am Telefon bleiben? Nein, nein, nein. Sie gehen zur Tankstelle oder Supermarkt, ja? Sie kaufen diese Karte, während ich arbeite auf Ihrem Computer, okay? Ja, ich gehe jetzt rein, ich bin schon rübergelaufen. Einen Moment bitte, ich stecke Sie kurz in die Jackentasche. Und Sie kaufen diese Karte, hören Sie mich?
Hallo? Eine, sagen wir mal, 7, warte mal, ich muss noch mal fragen, wie heißt die Karte noch mal? Google Play Karte. Ja. So, ich lege auf, wenn Sie zurückkommen, ich schreibe hier, sind Sie da? Wie viele soll ich noch mal holen? Wie bitte? Wie viele von den Karten soll ich jetzt holen? Ich bin jetzt in der Tankstelle drin. Ja, 700 Euro, ja? Karte, Sie sollen kaufen. Ja, also für 700 Euro bitte brauche ich eine Google Play Karte. Oh, das geht ja, aber ja, nicht, die gehen nur bis 500 Euro. Oh, da muss ich nochmal fragen. Hallo? Ja? Der Mann von der Tankstelle sagt, die gehen nur bis 500 Euro, die Karten. Ja, er gibt Ihnen 500 Euro Karte. Ja. Und dann, Sie bekommen diese Karte, 500 Euro. Und dann, Sie sagen ihm, geben Sie mir 200 Euro auch. Also eine Barauszahlung mit den Netto-Treuepunkten, ja? Ja, total 700 Euro, Sie sollen bezahlen. Oder ja, zum Supermarkt, Sie können auch kaufen, diese Karte. Ja, der Mann steht jetzt ja hier. Warten Sie mal, ich... 500 Euro von Tankstelle, ja, das ist, und 200 das ist, Euro von Supermarkt, ja, der, können kaufen. Der Mann ist von Microsoft, der repariert gerade meinen Computer. Ja. Lebenslanger Schutz dann im Prinzip. Darf ich mit dem mal sprechen? Hallo? Ja. Ich gebe Sie mal kurz weiter. Ich glaube, das ist einfacher dann. Hallo? So, Sie, wenn Sie kaufen, hallo? Diese Karte, wer ist denn da? Sie hier? Hallo? Ja. Ja, hier ist der Dorian. Wer sind Sie denn? Hallo? Hallo? Da ist niemand mehr dran. Hallo? Herr Techniker? Hallo? Hallo? Haben Sie aufgelegt? Hallo? Okay, der Betrüger ist schon mal weg. Mal gucken, ob er noch irgendwas macht. Schade, aber hey, das Comeback der Computer in da.